Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Robert Winger. Ich bin Professor für Agrarökonomie und Agrarpolitik an der ETH Zürich. Ich leite auch das World Food System Center an der ETH Zürich. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Das ist wirklich extrem beeindruckend und ich freue mich auch auf die Fragen, die Sie dann zu diesem Thema haben. Die Veranstalter haben mir die Frage als Titel gegeben, Pestizide, Bio oder keins von beiden, um die Antwort vorne wegzunehmen. Wir brauchen in der Zukunft alles. Wir werden auch Pflanzenschutzmittel in der Zukunft brauchen. Wir brauchen starken Biolandbau, aber wir brauchen auch die ganzen Spielarten dazwischen. Und darum soll es heute in meinem Vortrag gehen. Zuallererst ist ganz wichtig festzuhalten, dass Pflanzenschutz von essentieller Bedeutung ist für uns als Menschen, als Gesellschaft, für die Landwirtschaft. Ohne guten Pflanzenschutz hätten wir massive Verluste bei Erntemenge, aber auch Erntequalität. Und die Fortschritte, die die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten im Bereich des Pflanzenschutzes gemacht haben, sind massiv und extrem wichtig und wertvoll für die Entwicklung unserer Gesellschaften gewesen. Die Herausforderung im Bereich Pflanzenschutz steigt massiv und ich würde gerne drei Punkte anführen. Der erste ist, dass die Nachfrage nach Lebensmitteln global massiv steigt. Das heißt, wir brauchen mehr Lebensmittel. Der zweite ist, dieses Problem mit Schädlingen und Krankheiten wird immer schlimmer, auch aufgrund des Klimawandels. Gerade in der Schweizer Landwirtschaft zeigt sich das markant. Der dritte ist, wir laufen in Situationen, wo oft es sehr, sehr schwierig ist, noch die richtigen Strategien zu finden, zum Beispiel, weil es Resistenzen gibt oder Behandlungslücken, weil viele Mittel verloren gegangen sind und eben nicht neu dazukommen. Pflanzenschutz beinhaltet oft den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, muss es aber nicht zwingend. Und darum soll es heute auch gehen. Warum gibt es ein, in Anführungszeichen, Problem mit der aktuellen Ausgestaltung des Pflanzenschutzes? Insbesondere Pflanzenschutzmittel haben oft negative Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit. So sind Pflanzenschutzmittel ein wichtiger Faktor für die Verschmutzung der Umwelt, für den Verlust der Biodiversität, andere Faktoren natürlich aber auch. Und Pflanzenschutzmittel haben auch hohe Risiken für die menschliche Gesundheit. Für die, die es ausbringen, insbesondere, aber auch für andere. Wichtig, Pflanzenschutzmittel auch im Biolandbau, die im Biolandbau zugelassen sind, können kritisch sein für die Umwelt, zum Beispiel Kupfer. Also einfach nur Bio, nicht Bio, ist oft nicht ganz zielführend für die Diskussion. Nun haben wir also so ein Spannungsfeld, dass wir guten Pflanzenschutz brauchen, aber eben häufig sehr viel Pflanzenschutzmittel einsetzen, die kritisch sind. Und das ruft natürlich Gesellschaft und Politik aufs Parkett. Und Sie wissen, vor 3 Jahren gab es sehr intensive Debatten um diese 2 Volksinitiativen im Bereich Pflanzenschutzmittel. Beide wurden abgelehnt. Aber als Kompromiss wurden sehr ambitionierte Ziele und sehr ambitionierte Politikmaßnahmen eingeführt. Zum Beispiel hat die Schweiz das Ziel, Risiken durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz bis 2027 um 50% zu reduzieren. Es gab auch große Anpassungen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Branche, auch von dem Handel. Darauf werde ich nachher noch eingehen. Also da ist sehr viel passiert. Die Schweiz ist nicht allein mit diesen Zielen. Viele andere Länder, insbesondere in Europa, teilen diese Ziele. Zum Beispiel hat die EU die Strategie oder das Ziel, den Einsatz und das Risiko von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um 50% zu verringern und gleichzeitig den Anteil des Biolandbaus auf 25% zu erhöhen. Die EU wird diese Ziele sicherlich nicht erreichen, weil das politisch, wie man das genau umsetzt, dann eben sehr, sehr schwierig und sehr, sehr umstritten ist. Die Schweiz hingegen ist sicherlich auf einem besseren Weg. Wenn wir über Pflanzenschutzmittel und Schweizer Landwirtschaft reden, würde ich Ihnen gerne einfach ein Gefühl geben, wo kommen die Mittelanwendungen dann her. Wichtig, auf der rechten Seite haben wir Pflanzenschutzmitteleinsatz in Tonnen aktiver Substanzen und Sie sehen verschiedene Kulturen aufgeführt. Links haben Sie den Produktionswert, das heißt also, wie viel Wert brutto erbringen einzelne Kulturen. Wichtig ist darauf hinzuweisen, auf der rechten Seite, die Menge ist nicht gleich das Risiko. Das heißt, viel Menge heißt nicht immer viel Risiko, aber gibt eine Indikation. Sie sehen also, Reben ist die Kultur, die am Abstand am meisten Pflanzenschutzmittel braucht. Fast 1/3 aller Pflanzenschutzmittel, die in der Schweiz verwendet werden, gehen in den Schweizer Rebbau, der aber auch wirtschaftlich sehr relevant ist. Daneben gibt es andere Kulturen wie Obst, aber auch Winterweizen. Und im Folgenden werde ich dann auch noch auf Beispiele im Bereich Wein und eben auch Getreide, also Winterweizen, Wintergerste, eingehen.
Die Schweiz, das habe ich gesagt, hat ambitionierte Ziele und ist auch auf einem Weg der Besserung. Sie sehen hier eine Abbildung wieder Tonnenwirkstoffe, wie über die Zeit sich der Einsatz verändert hat. Sie sehen auf der blauen Linie die Wirkstoffe, die nicht im biologischen Landbau eingesetzt werden, auf der grünen Linie die im Biolandbau auch angewendet werden können. Die können also im konventionellen und im Biolandbau angewendet werden. Und in Gelb die Wirkstoffe mit besonderem Risikopotenzial. Und wir sehen nun also verschiedene Dinge. Zum einen hat sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit hohem Risikopotenzial sanft reduziert über die Zeit. Auch viele Risikoindikatoren, zum Beispiel für Grund- und Oberflächengewässer, sind auf dem Weg der Zielerreichung, noch nicht ganz da, aber auf dem Weg. Aber es gibt auch viele Ausnahmen, zum Beispiel Stoffe mit hoher Persistenz, da sind wir wieder beim Kupfer, die eben lang in der Umwelt bleiben. Davon wird immer noch zu viel angewendet. Und die ganze Strategie ist relativ kostspielig, weil sehr viele Steuergelder für Direktzahlungen ausgegeben werden, um eben diese Ziele so zu erreichen, wie es hier abgebildet ist. Und nun ist eben die Frage, wie kann man so Ziele dauerhaft erreichen, guten Pflanzenschutz erreichen, aber die Risiken möglichst reduzieren, sodass man die Nahrungsmittelproduktion wenig einschränkt und die Kosten dafür möglichst gering hält. Das heißt, auch für die Landwirte es möglichst einfach macht, diesen Schritt zu erreichen. Und ich würde gern Lösungsansätze entlang dieser drei Punkte Effizienz, Substitution und Redesign illustrieren und ich werde dazu gleich auch was sagen, was ich damit meine und Beispiele geben. Der erste Punkt ist eigentlich ein ganz, ganz einfacher, dass wir sehen, dass wir in vielen heutigen Agrarsystemen immer noch Möglichkeit haben, Effizienzgewinne zu heben. Das heißt, wir machen einfach das Gleiche und bringen zum Beispiel Pflanzenschutzmittel nur in Anführungszeichen präziser aus, dort, wo sie wirklich gebraucht werden und können damit große Einsparungen haben, ohne dass wir etwas anderes produzieren, anderes essen oder andere Erträge haben müssen. Und eben ein Stichwort dafür ist Präzisionslandwirtschaft, Precision Farming. Auf der linken Seite zum Beispiel identifizieren, wo sind eigentlich genau Unkräuter und nur dann wird dort gesprüht. Auf der rechten Seite illustriert eben auch Systeme, die erlauben, zum Beispiel einzelne Düsen an- und auszusteuern, sodass eben nicht flächendeckend auf dem Feld die gleiche Menge Pflanzenschutzmittel ausgebracht wird, sondern nur da, wo es eben nötig ist. Der nächste Schritt ist nicht nur die Pflanzenschutzmittel weniger auszubringen, sondern eben ganz weg zu substituieren und Alternativen zu suchen für Pflanzenschutzmittel. Und das funktioniert natürlich nur an bestimmten Punkten sehr, sehr gut. Aber es gibt sehr positive Beispiele. Ein Beispiel zur Linken ist ein Roboter, der an der ETH Zürich entwickelt wurde. Die Firma, das Spin-off heißt Caterra, die einen autonomen Roboter haben, der übers Feld läuft, identifiziert, wo Unkräuter sind und diese Unkräuter mit Lasern statt mit Pflanzenschutzmitteln bekämpft. Rechts sehen wir die Strategie, wie heute im Gros der Schweizer Landwirtschaft der Maiszünsler bekämpft wird. Statt Insektiziden, statt Pflanzenschutzmittel werden so Schlupfwespen ausgebracht, die eben dann Parasiten sind für diesen Schädling und die werden auch mittels Drohnen ausgebracht, also sehr innovativ, sehr effizient und sehr erfolgreich. Nun, effizienter die Pflanzenschutzmittel ausbringen oder zu Alternativen wechseln, sind sehr, sehr gute Strategien. Aber wir bekämpfen eigentlich ein Stück weit eben nur das Problem, aber nicht wirklich die Ursache des Problems. Und deswegen gibt es eben auch diesen dritten Punkt, den ich anführen möchte. Wie kann man denn eigentlich Agrarsysteme Schritt für Schritt umgestalten, dass sie weniger empfindlich sind, weniger anfällig für Schädlinge, Krankheiten und so weiter. Und das kommt unter diesem Stichwort Redesign, wo man sich ganz, ganz viele Sachen vorstellen kann, von kleinen bis zu großen Schritten. Und ich möchte nur vier Beispiele hervorheben und auch später nochmal auf Anwendungen eingehen. Oben das Beispiel Diversifizieren von Agrarlandschaften, Diversifizieren von Fruchtfolgen führt immer dazu, dass wir weniger Schädlingsdruck haben. Macht natürlich auch die Landwirtschaft komplizierter und teurer. Aber links ein Beispiel, Blühstreifen, die eben dazu führen, dass halt Nützlinge sich eher etablieren und damit halt auch Schädlinge in einem natürlichen Ökosystem mehr selber sich regulieren können. Rechts auch eben Möglichkeiten, über Agroforst diversere Agrarsysteme zu kreieren. Aber auch komplett neue Ideen gehören unter Redesign, nämlich zum Beispiel hier eine Vertical Farm links unten, Yazai, ist auch ein Spin-off der ETH. Wenn Sie Coop, Migros Kräuter kaufen, dann kommen die
ab und zu, wenn sie darauf achten, von Yazai. Das heißt, es wird einfach nicht mehr Landwirtschaft betrieben draußen auf dem Feld, sondern wird in der Industriezone nahe der Stadt Zürich betrieben. Und da drin haben wir eine kontrollierte Umwelt, wo keine Schädlinge, keine Krankheiten sind. Wir brauchen auch keine Pflanzenschutzmittel mehr. Das bleibt sicherlich eine Nische für bestimmte Kulturen, aber ermöglicht eben auch den Anbau ohne Pflanzenschutzmittel. Und ein wichtiger Punkt ist auch, die richtigen Sorten zu wählen. Hier auf der rechten Seite und auch neue Züchtungsmethoden sind ein wichtiges Element dafür, dass wir eben Agrarsysteme und Pflanzen schaffen können, die halt weniger empfindlich sind gegen Krankheiten, Schädlinge. Und dann brauchen wir auch weniger Pflanzenschutz und Pflanzenschutzmittel. Und das Wichtige ist, es ist nicht entweder oder meiner Meinung nach, sondern wir können viele dieser Effizienzgewinne sehr kurzfristig heben mit Technologien, die schon da sind, aber auch diese Substitution voranbringen und lang- und mittelfristig wirklich schauen, dass Agrarsysteme umgestaltet werden. Und es gibt nicht die eine Lösung, sondern es wird immer eine Kombination von Ansätzen sein. Jetzt möchte ich etwas eintauchen in Beispiele auch aus unserer Arbeit, Fallstudien, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir beschäftigen uns mit den Kulturen, die halt eben die größte Hebelwirkung haben. Ich habe vorhin diese Abbildung aufgezeigt, wo werden Pflanzenschutzmittel angewendet. Ein wichtiges Thema für unsere Forschung in meiner Gruppe ist halt eben, wie man auch im Rebbau Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren kann. Wir sind keine Rebbauern und machen es selbst, sondern wir versuchen zu verstehen, wie können wir am landwirtschaftlichen Betrieben Reduktion von Pflanzenschutzmitteln einfacher machen, wie können auch die Politik dazu beitragen, dort zu unterstützen. Und bei den Reben ist es so, die größte Menge an Pflanzenschutzmitteln kommt aus dem Einsatz von Fungiziden, das heißt zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie am echten und falschen Mehltau. Das ist das Gros und das sollte man reduzieren und eben auch nicht nur Biomittel wie Kupfer einsetzen, sondern wirklich reduzieren, nachhaltig die Pflanzen widerstandsfähiger machen. Und dafür gibt es pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier, also der Wechsel zu neuen Sorten, kann die Systeme dauerhaft schützen und den Anbau von, oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dramatisch reduzieren. Nämlich diese robusten Sorten können den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bis zu 80% reduzieren, ohne dass sie irgendeine Ertragseinbuße haben. 80% weniger Pflanzenschutzmittel heißt auch für die landwirtschaftlichen Betriebe 80% weniger rausfahren, weniger Kosten, weniger Arbeit. Heißt auch stabilere Erträge, aber kommt mit ganz vielen Abers einher, nämlich zum Beispiel die Akzeptanz von Konsumenten und Konsumentinnen. Das heißt, wenn Sie dann eben kein Pinot Noir im Weinregal sehen, sondern ein Divico, das ist die Sorte, die am meisten angebaut wird, dann schrecken viele vielleicht zurück, weil wir es nicht kennen. Als Ergebnis daraus ist der aktuelle Flächenteil relativ gering, bei 3,5% der Gesamtfläche, aber eben eigentlich ein ganz, ganz spannender Einstiegspunkt und Hebel, um Pflanzenschutzmitteleinsatz nachhaltig zu reduzieren im Rebbau, ohne dass wir dafür Ernährungssicherheit oder Produktion oder eben auch Rentabilität für die Betriebe beeinträchtigen müssen. Unsere Forschung dreht sich nun also darum, zu erklären, wer macht denn eigentlich diesen Anbau dieser robusten Sorten und wie kann man es erleichtern. Wir sehen insbesondere kurze Wertschöpfungsketten sind ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn es Direktvermarktung gibt, sind die Betriebe viel, viel wahrscheinlicher, weil sie diese Geschichte erzählen können, weil es eben nicht nur ein Konsument ist, der auf ein Label schaut und sieht, oh, ich kenne die Rebsorte nicht, sondern die Geschichte dahinter kann erzählt werden. Auch sehen wir, die diese Umstellung machen zu diesen neuen, robusten Sorten, sind oft jünger, risikoliebender, spezialisierter und Biobetriebe bauen diese Sorten wahrscheinlicher an. Und sehr positiv, wir haben vor 1,5 Jahren eine Umfrage gemacht oder 2 Jahren und haben gesehen, dass 1/3 der Neuanpflanzung von diesen 463 Betrieben, da geben an, 1/3 der Gesamtfläche, die sie neu anpflanzen in den nächsten 10 Jahren, Wein hat eine lange Lebensdauer, das heißt, die Anpflanzungen kommen erst alle 20, 25 Jahre, aber in den nächsten 10 Jahren wird sich sehr viel verändern, weil halt eben viele Winzerinnen und Winzer eben planen, hier auf diese neuen, robusten Sorten umzustellen. Etwas sehr, sehr Positives. Das zweite Beispiel, über das ich sprechen möchte, ist auch so an dieser Schnittmenge, Substitution und V-Design verortet und
dort möchte ich aufzeigen, dass es halt nicht nur Bio oder nicht Bio ist, sondern ganz viele Spielarten dazwischen gibt, die ganz, ganz wichtig sein werden, auch für die im Puzzle, für die Entwicklung der Zukunft. Oft gehen wir eben davon aus, es gibt konventionelle Produktion, die halt eben sehr intensiv Pflanzenschutzmittel einsetzt. Und ein wichtiger Weg, den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren, ist eben, Produktionssysteme mit weniger Pflanzenschutzmitteln zu kreieren. Der integrierte Pflanzenschutz ist ein ganz wichtiges Instrument, schon seit Jahrzehnten eigentlich propagiert und auch in gewissen Teilen umgesetzt in der Landwirtschaft. Das Problem ist, dass beim Bewegen von links nach rechts landwirtschaftliche Betriebe oft Mehrkosten haben, aber diese Mehrkosten oft nicht abgegolten werden können, weil im Laden verkauft sich relativ schwer. Ich habe 30% weniger als normal Pflanzenschutzmittel angewendet. Ist keine gute Nachricht, die Sie auf ein Produkt kleben können, mit dem Sie große Mehrwerte erzielen. Im Gegensatz dazu ist natürlich der Biolandbau, der ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel auskommt, etwas, was man eben gut herausstellen kann, wo es Mehrpreise gibt für die landwirtschaftlichen Betriebe und oft in vielen Ländern, auch der Schweiz, eben auch explizite Unterstützung durch die Politik. Und was uns nun interessiert, dass in der Realität hier zwischen ganz, ganz viel spannende neue Sachen entstehen, zum Beispiel Produktionssysteme, die sich selber pestizidfrei, aber nicht Bio nennen. Das heißt, hier sind Betriebe, Sie sehen hier ein Beispiel, auf das ich gleich nochmal eingehe, IP Swiss in der Schweiz, sehr erfolgreich damit etabliert. Dort verzichten die Betriebe auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, aber nicht auf den ganzen Betrieb, sondern nur für bestimmte Kulturen und eben nicht für immer, sondern eben in manchen Jahren verzichten sie, in anderen nicht. Und sie können immer noch zum Beispiel Mineraldünger einsetzen, der im Biolandbau verboten ist. Und damit gibt es dann eben auch Label. Und die Label, wie hier bei den französischen Tomaten, man sieht es jetzt schlecht, aber sind sehr etabliert in manchen Bereichen mittlerweile. Und das entsteht, und das ist war eine akademische Diskussion für Jahrzehnte, dass es dazwischen so Systeme gibt. Und auf einmal sind die da in Europa. Und das ist ganz, ganz spannend, dass die entstehen, weil Landwirte das wollen, weil der Handel das will, weil die Politik so etwas fördert. Und eben das ist ein Zwischenweg, ein dritter Weg zwischen konventionell und Bio, der vielleicht für einen gewissen Teil der landwirtschaftlichen Produktion es ermöglicht, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren, aber Mehrwerte, eben Mehrwerte für die Landwirte herauszuholen, dass diese Mehrkosten und Mehraufwendungen, die sie haben, abgegolten werden. Das möchte ich am Beispiel der Schweiz zeigen. Hier gibt es eigentlich zwei Anreize, warum Landwirte auf sogenannte pestizidfreie Produktion, die aber nicht bio ist, wechseln. Das eine ist, der Staat gibt ihnen Direktzahlungen, also sie verzichten auf Pflanzenschutzmittel, dafür bekommen sie Zahlungen. Die Zahlungen sind unterschiedlich hoch, je nach Kultur, weil es auch je nach Kultur sehr unterschiedlich schwer ist, auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Und setzt sich aus zwei Programmen zusammen, einmal der Verzicht auf Herbizide und einmal der Verzicht auf den ganzen Rest. Darüber hinaus, und das ist ganz wichtig, gibt es auch eine Vermarktung. Also landwirtschaftliche Betriebe kriegen auch einen Mehrpreis, wenn sie für bestimmte Kulturen, zumindest fürs Brotgetreide, wenn sie pestizidfrei produzieren. Dieser Preisaufschlag ist ungefähr 30% im Moment, ist aber eben viel tiefer als beim Biolandbau. Dafür ist es auch einfacher, das umzusetzen. Große Kunden sind große Bäckereien, also immer wenn sie Brote von Freddys haben, sind die nur aus diesem Getreide. Und auch wenn sie Jova respektive dann Mikrobrote kaufen, ist da ein großer Anteil davon drin, aber nicht explizit immer ausgelabelt. Und im Moment ist das eigentlich dafür, dass es erst 2019 begonnen hat, sehr erfolgreich. Das heißt, 15% der totalen Weizenanbaufläche in der Schweiz ist im pestizidfrei und nicht bio. Und so Initiativen gibt es auch in anderen Ländern. Über die Tomaten habe ich gesprochen. Es sind drei große Kooperativen aus der Bretagne, die diese Produktion machen und so herauslabeln. Cultivés sans Pesticides, das sind mehr als 100.000 Tonnen, die so produziert und vermarktet werden. In Deutschland gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg die Initiative Kraichgaukorn, die genau das macht und eben auch diese Netzwerke geschaffen hat zwischen Landwirten, Bäckern und eben dann den Mühlen dazwischen, die diese Art von Produktion fördern und eben auch die Landwirte dabei unterstützen. Wichtig eben die Idee ist, dass man Mehrwerte schaffen kann, dass es auch Zahlungsbereitschaften gibt auf der Stufe des Konsums für so etwas.
Wie kommen jetzt die Betriebe dahin, dass sie auf Pflanzenschutzmitteln verzichten können? Das ist nichts, was einfach geht. Das ist immer mit großen Anstrengungen, mit langfristigen Anpassungen und mit großen Kosten verbunden. Zum Beispiel, um jetzt im Getreide auf Pflanzenschutzmittel zu verzichten, müssen Fruchtfolgen angepasst werden, werden Sorten gewählt mit hoher Resistenz. Oft haben wir aber die Sorten mit hoher Resistenz nicht so hohe Erträge. Da gibt es also diesen Zielkonflikt. Mechanische Unkrautbekämpfung statt Herbiziden verwendet, um eben Unkräuter zu bekämpfen. Biologische Schädlingsbekämpfungsstrategien, wie ich die vorhin schon gezeigt habe. Und eben auch viele bestimmte, aber ganz zentrale Details, wie zum Beispiel Saatgutbehandlung, eben nicht mehr chemisch zu machen, sondern mit anderen Strategien. Und die Strategien, die man nun nutzt und auch die, deren Wirksamkeit, Kosten und so weiter, sind extrem spezifisch, je nach Kultur, je nach Kontext. Also man kann es nicht so verallgemeinern. Uns interessiert natürlich auch, lohnt sich das für die Betriebe, auf pestizidfreie Produktion umzustellen? Und die Nachricht vorneweg, ohne Unterstützung, nein, mit Unterstützung häufig ja. Nämlich beim Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, trotz dieser ganzen Strategien, die die Betriebe wählen als Alternativen, haben wir tiefere Erträge. Und diese tieferen Erträge, die liegen jetzt im Getreide bei -5 bis 10 bis 10 bis 20%. Das ist natürlich relativ viel an Ertragsverlust, ist aber immer noch ein höherer Ertrag, also weniger Ertragsverluste im Vergleich zur konventionellen Produktion, im Vergleich zum Biolandbau. Dann gibt es Produktionskosten, die beeinträchtigt werden, und das ist oft nicht ganz eindeutig, in welche Richtung das zeigt. Zum einen sparen natürlich die Betriebe Pflanzenschutzmittel ein und eben auch die ganzen Arbeitsgänge, die damit verbunden sind, aber haben auch mehr Kosten. Zum Beispiel mechanische Unkrautbekämpfung ist immer teurer, als ein Herbizid zu verwenden, weil man öfter aufs Feld fahren muss und weil oft auch diese Effizienz halt eben nicht so hoch ist. Das heißt, diese Produktion, ich habe schon gesagt, lohnt sich eigentlich dann nur, wenn es höhere Preise und oder diese Agrarumweltzahlung, diese Direktzahlung gibt. Und wichtig ist halt auch, die Umstellung ist einfacher als auf Bio, weil man es eben auch nur ein Jahr machen kann oder für eine Kultur. Aber wir sehen natürlich, dass viele der Betriebe dann auch länger am Ball bleiben. So sieht dann so ein Feld aus, das ist Weizen. Sie sehen den großen Unterschied da drin, blüht relativ viel. Es ist sehr positiv für die Umwelt, aber heißt natürlich auch, dass es hier mehr Konkurrenz mit den Nutzpflanzen gibt. Und unsere Forschung zeigt auch, dass viel mehr als Geld relevant ist, nämlich wir sehen, dass Landwirte besonders davor zurückschrecken, diesen Schritt in pestizidfreier Produktion zu machen, wenn sie hohe Risiken sehen, die damit verbunden sind, zum Beispiel weil Erträge volatiler sind, weil sie investieren müssen in die mechanische Unkrautbekämpfung und eben nicht wissen, ob sich das lohnt über viele Jahre. Wir sehen, dass Netzwerke sehr, sehr wichtig sind. Wenn Landwirte miteinander sprechen, sich austauschen zu dem Thema, sind sie viel wahrscheinlicher, diesen Umstieg zu machen. Und die wahrgenommenen Effekte sind extrem wichtig. Wir haben in Arbeiten gezeigt, dass wenn Landwirte überzeugt sind, dass der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im diesem Brotgetreide gut ist für die Umwelt, dann sind sie viel wahrscheinlicher, diesen Schritt zu machen. Landwirte, die nicht sehen, dass Pflanzenschutzmittel einen negativen Effekt auf die Umwelt hat, weil die Mittel ja zugelassen sind und damit sicher sind, die haben relativ wenig intrinsische Motivation, diesen Schritt zu machen. Also das ist auch sehr wichtig, dass sehr viele nicht monetäre Komponenten ganz wichtig sind. Nun, was heißt es, diese Art von Systemen, die nun entstehen, pestizidfrei, aber nicht bio? Wie gesagt, es gibt viele Spielarten dazwischen, die wichtig sind. Was heißen solche Systeme für Politik und Industrie? Das Erste, finde ich, ist wichtig hervorzuheben, dass es eben meiner Meinung nach etwas Positives ist, weil es Freiheiten gibt für die Landwirte, entweder so zu produzieren, mehr Preise am Markt zu bekommen, und Gelder vom Staat, aber sie müssen nicht. Also niemand schreibt den Betrieben vor, was sie machen müssen oder nicht. Also das ist was sehr Positives im Vergleich zu verbieten bestimmte Dinge. Pestizidfreiheit, eine ganz, ganz klare Botschaft. Keine Pestizide. Und das ist sehr, sehr klar und sehr, sehr einfach kommunizierbar, meiner Meinung nach, für den Handel, zum Verbraucher, aber auch an die Politik. Und deswegen ist das so eine Art von dritter Weg, der zwischen konventionell und bio sich etablieren kann, aber immer nur ein kleiner Teil des gesamten Systems sein wird, nämlich da, wo dieser Verzicht auf Pflanzenschutzmittel wirklich geht. Bei den Reben, die ich vorhin gezeigt habe, wird trotz dieser robusten Sorten der komplette Verzicht auf Pflanzenschutzmittel immer ganz, ganz schwer bleiben.
Und es gibt große Herausforderungen, die damit verbunden sind, mit diesem Schritt hin zu pestizidfreier Produktion. Zum Beispiel, wenn Sie ein neues Label schaffen und jetzt nicht nur Bio, konventionell, IP-Swiss, sondern auch noch IP-Swiss ohne Pflanzenschutzmittel ein Label haben wollen, brauchen Sie zusätzliche Logistik in der Mühle, im Transport und haben eben neue Kosten. Darüber hinaus gibt es Nebenwirkungen. Wenn man auf Pflanzenschutzmittel verzichtet, kann man bodenschonende Bearbeitung häufig nicht gleich einfach machen. Das heißt, hier gibt es noch sehr viel Forschungsbedarf. Wie kann man es ermöglichen, bodenschonend zu arbeiten, aber auch auf Herbizide zu verzichten? Und insgesamt braucht es einfach im Sinne auch der langfristigen Ziele, die wir für die Landwirtschaft haben, auch ein Schließen der Ertragslücken und Kostenlücken hin zu konventioneller Produktion. Und dabei können auch neue Technologien wie die Züchtung, aber auch Digitalisierung eine große Rolle spielen für die Zukunft. Und eben das sind auch Dinge, wo sich viele Gruppen an der ETH Zürich damit beschäftigen, wie können wir diese Zielkonflikte, die es gibt, wirklich lösen. Und das ist der wichtige Punkt, nicht zu sagen, das eine geht nicht, weil wir dann ein Nebeneffekt haben, sondern wirklich zu fragen, wie können wir diese Zielkonflikte aufbrechen. Und da gibt es viele spannende Ideen, aber die eben dann auch zu skalieren und auf den Boden zu bringen, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein. Vielleicht, bevor ich zur Schlussfolgerung gehe, noch mal einmal so zusammengefasst aus unserer Arbeit über verschiedene Fallstudien. Was brauchen denn Betriebe, dass sie auf nachhaltigen Pflanzenschutz wechseln können? Und eigentlich lässt sich das in vier Punkten zusammenfassen. Das erste ist, es braucht irgendeine Alternative für Pflanzenschutzmittel, die funktioniert, also die wirklich marktreif ist, die getestet ist, die skalierbar ist und die auch wirtschaftlich tragfähig ist. Wenn landwirtschaftliche Betriebe Geld verlieren, indem sie auf Pflanzenschutzmittel verzichten, sind sie sehr, sehr zurückhaltend, diesen Schritt zu machen. Wir brauchen eine Politikumgebung, die eben Positives, was Betriebe machen, also öffentliche Güter, zum Beispiel Schutz von Ökosystemen, Schutz von Biodiversität auch wirklich fördert und kompensiert, was aber auch Innovationen ermöglicht. Und das sehen wir bei vielen Punkten. Neue Technologien, auch digitale Technologien können nicht ganz einfach aufs Feld gebracht werden. Neue Züchtungsmethoden, das ist ein großer Diskussionspunkt natürlich in Gesellschaft und Politik. Also hier braucht es eine Umgebung, dass die Politik auch offen ist. Wir brauchen auch den Markt, der neue Ansätze aufnimmt, weil wenn Betriebe zum Beispiel neue Rebsorten kultivieren und niemand kauft, dann geht der Schritt nicht auf für die Betriebe. Also brauchen wir auch eine Marktumgebung, die diese neuen Ansätze aufnimmt und wirklich auch Mehrwerte ermöglicht für bessere Produktion. Und wir sehen, dass eben alle Betriebe sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen gibt es nicht die eine Lösung, die für alles passt, sondern es braucht hier wirklich ein Set von verschiedenen Strategien. Nun, bringt mich schon zur Schlussfolgerung. Wichtig ist, nochmal festzuhalten, das Ziel ist, die Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsatzes für Mensch und Umwelt in kurzer Frist dramatisch zu reduzieren. Wir sind da auf einem guten Weg, aber haben noch viele offene Punkte für die Zielerreichung in der Schweiz und in Europa. Ich habe gezeigt, dass diese Ansätze Effizienz, Substitution und Redesign mögliche Einstiegspunkte sind, diese Ziele auch zu erreichen. Und es gibt sehr viele Ansätze und Innovationen, die eben da sind, wie diese robusten Sorten im Rebbau, wie diese pestizidfreie Produktion im Getreide und viele, viele andere dazwischen, die extrem spannend sind, die extrem zielführend sind, aber die Skalierbarkeit ist oft nicht da. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass nur wenn wir eine Lösung haben, jetzt das ganze Problem lösen, sondern es wird immer ein Mix aus kleinen Schritten sein, der Großes bewirken kann und soll. Und eben Produktion mit weniger Pflanzenschutzmitteln wird es in Zukunft geben. Es wird Bio geben, es wird pestizidfrei geben und vielleicht noch ganz andere Systeme daneben. Das ist eben Teil dieses Mixes. Reduktion von Pflanzenschutzmittelrisiken braucht auch die Politik. Also ohne die Politik geht es nicht, die reguliert, die ermöglicht, die aber auch bestimmte Dinge fördert. Das muss aber sehr umfassend und ganzheitlich sein und nicht nur auf die landwirtschaftlichen Betriebe zum Beispiel abzielen, sondern eben die ganzen Akteure mit berücksichtigen. Und meiner Meinung nach braucht es eben auch unbedingt die vor- und nachgelagerten Unternehmen, vorgelagert, also die Alternativen zur Verfügung stellen, neue Sorten züchten, neue Technologien bringen, auch zeigen, was sind die Möglichkeiten für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. Und es braucht aber auch die nachgelagerten Stufen. Ich habe von den Labeln gesprochen, von Migros, Freddys und so weiter, die eben diese Mehrpreise zahlen und eben auch
uns als Konsumenten und Konsumentinnen, um eben hier diese Schritte zu unterstützen. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.